Da bin ich aber ganz schön hellhörig geworden, als ich gesehen habe, dass wir hier zwei lange Oversized-Mäntel für einen unfassbar unverhältnismäßig günstigen Preis haben. Was die taugen, ob die überhaupt gut sind, vor allem wichtiger als alles andere, wenn der Fit kacke ist, bringt uns das nichts. Ist der Fit gut? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht anprobiert. Ich habe sie gerade frisch ausgepackt, habe sie hier hingehängt für euch und jetzt will ich mit euch das Ganze anschauen. Wir haben das Ganze einmal in Schwarz und in diesem wunderschönen Grau, muss ich sagen. Das muss ich loben. Das ist wirklich eines der schönsten Grautöne, die ich so je gesehen habe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Von der Länge her sind sie wirklich lang. Ich habe sie beide in XL genommen. Günstig waren sie. Taugen sie was? Ist das Material gut? Ja. Viele, viele Fragen in meinem Kopf, die beantworten wir jetzt für dich und für mich. Ich bin jetzt in einem Basic Tee drin und jetzt schnappen wir uns das erste Schwarze. Das erste, was ich hier mache, ist erstmal die Knöpfe anschauen. Wir sind die Knöpfe verarbeitet, wir sind die Knopflöcher verarbeitet. Normalerweise kann da nicht viel schief gehen, weil du hast eine spezielle Maschine, die dafür zuständig ist. Gerade für dieses Knopfloch, das ist kein Wäscheknopfloch, das ist ein spezieller Knopf. Dafür gibt es eine extra Maschine, die wird nur regulär eigentlich für Jeans benutzt. Das heißt, die müssen auf jeden Fall stabil sein. Sieht insgesamt auch gut verarbeitet aus. Innen haben wir ein Polyesterfutter, was in Ordnung ist für die Preisklasse. Wir haben außen eben diesen typischen Mantellook. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Da werdet ihr vermutlich noch nicht viel sehen. Mehr Details werdet ihr gleich beim Grau. Was? Also, Ärmel sind ein bisschen länger. Für XL könnten sie. Ja, wobei, wenn ich so. Ja, nein, 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 ist okay. Die Knöpfe sind. Die Taschen sind zugenäht. Die machen wir jetzt mal auf. So. Und die andere Seite auch. So. Beide sind auf. Okay. Wir haben innen eine Einlegetasche für Handy, Smartphone, Geldbeutel. Ich weiß es nicht. Ansonsten von der Länge her, das sind vielleicht 12, 14 cm länger über Knie. Also, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Also der Fit überzeugt mich. Das ist nicht schlecht. Und was eigentlich krass ist, ich habe ja auch von Zara einen Mantel, der ist jetzt über drei Jahre alt. Für den habe ich damals 189 Euro bezahlt. Bei Zara, Fast Fashion Marke, genauso, so einen hohen Preis bezahlt. Der war, das Einzige, was anders war, die Wolle, die da verwendet wurde, war dicker. Also insgesamt puffiger, steifer. Hier ist es ein bisschen dünner. Das heißt, der wird dich nicht brutal warm halten. Kostet halt auch, ja, um einiges günstiger als der andere. Aber was ich dort nicht hatte, ist, ich hatte im Mantel keine Drop-Shoulder-Linie. Was? Das ist ja crazy. Also, ich muss sagen, das gefällt mir. Der Look feiere ich. Wirklich sehr, sehr nice. Also, nicht schlecht. Die Detailsverarbeitung sieht überraschenderweise, und ich bin da ein bisschen jetzt zurückgegangen und sage, ich beurteile nicht alles sehr hart. Weil es ist immer noch sehr günstig, muss man sagen. In einer gewissen Preisklasse kann man etwas erwarten. Bei der Preisklasse erwartet man nicht. Und ja, umso schöner ist es dann halt, dass man positiv überrascht wird, dass es dann wirklich gut ist. Wenn man sich das alles anschaut, ey, also die, die das gemacht haben für die Marke UC, muss man sagen, die verstehen ihr Handwerk, die Leute. Also die sind mindestens spezialisiert auf solche Produkte. Das ist wirklich, also seht ihr das, wie lang das ist? Das ist crazy. Wirklich crazy, crazy. Auch der Look insgesamt gefällt mir. Es ist nicht dieses Asos Oversized Mantel, was man immer hat und die dann komplett schlabberig sind, sondern der behält schon seine Form. Ah, nice, Mann, Mann, Mann. Das gefällt mir richtig gut. Und ich muss sagen, ich würde den, glaube ich, niemals zutragen. Kann man machen. Sieht mir nicht so nach mir aus. Ich bin eher der Typ, der das offen trägt. Also nicht schlecht. Ihr seht hier einen schwarzen Klotz, okay? Ich will jetzt mal das Graue mit euch anschauen. Da sieht man so ein bisschen mehr vom Fit, mehr von Details, mehr von Drop-Shoulder-Linie und. Alles, wovon ich geredet habe, sieht man jetzt hier mehr. Einen Moment. Jetzt bin ich gespannt, weil der Grauton ist wirklich wunderschön. Das kam auf den Fotos nicht rüber, wie schön der ist. Und ich glaube, das kommt auf Kamera auch nicht rüber, oder? Vielleicht kriege ich das irgendwie hin, das rüberzubringen. Hier auch gleiche Thematik, die Taschen wieder zugenäht. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr nicht zu arg zieht, sondern die Fäden sind ohne Verriegelung. Das heißt, man kann hier mit leichtem Druck die Taschen öffnen. Das ist ja auch gewollt, dass ihr das tut. Am besten macht ihr das mit einer Schere, ne? Nicht so wie ich, aber ich weiß, wie das funktioniert. Deswegen weiß ich genau, wo ich drücken muss, dass ich aufmache, ohne die Tasche kaputt zu machen. Ja. Hier seht ihr die Details ein bisschen mehr. Ich muss ein bisschen näher kommen. Ich muss euch diese Schulterlinie zeigen. Seht ihr? Hier ist meine Schulterspitze. Das heißt, wir haben noch eine klappe Handfläche drunter. Was für ein Mantel total legitim ist. Also Farbe wirklich ein Traum.
Ey, ich glaube, ich werde den heute anziehen. Ich gehe heute mit einem Kumpel in die Stadt und ich glaube, ich werde den anziehen. Feier ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der fällt hier einfach runter. Ja, ja, ja. Ey, schöne Details. Ich muss auch sagen, die Taschen sehr ordentlich gemacht. Natürlich hängt da mal so ein Faden raus. Und das Gute ist, so ein Faden, der war jetzt nicht irgendwo eingenäht, sondern wurde einfach beim Abschnipsen vergessen, wegzupusten. So, das war's aber auch. Auch hier haben wir diese Innentasche, die sich wirklich gut verarbeitet anfühlt und ausschaut. Wirklich, ey, super Job. Gerade solche Taschen sind natürlich handwerklich ein Genuss, wenn sie gut gemacht sind. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich wiederhole das nochmal. Die, die das gemacht haben, wissen, was sie getan haben. Und wenn UC das für den Preis anbieten kann, krass, 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 geiler Mantel. Da werden sie vermutlich nicht viel produziert haben, weil es natürlich ein sehr spezielles Produkt ist. Aber hey, ich feiere den Look unfassbar sehr. Ich muss sagen, wir haben heute hier eigentlich einen Golden Nugget gefunden. Für wenig Geld einen krassen Oversize-Mantel. Findet man nicht alle Tage. Deswegen freue ich mich umso mehr darüber, dass ich euch das zeigen konnte. Weil ich wusste selber nicht, was mich erwartet. Aber hey, es ist doch mal schön, positiv überrascht zu werden.